So, Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei uns auf dem Kanal. Ja, was soll man da großartig zu sagen? Danke vielmals für die Resonanz, danke vielmals für den Support. Und in diesem Sinne, wir sind heute bei der Mehlproduktion angekommen. Getreidemühle nennt sich das Ding. Ich zeige euch das noch auf der Karte. Das ist hier unten, ne? Ich sag mal, nordwestlich von der Palettenfabrik. Neben der 158. Ja. So. Das funktioniert. Ja, gehen wir mal, machen wir einen Rundgang, oder? Wir machen mal einen Rundgang. Ja, hier seht ihr schon die schönen Mehlpaletten. Mehl. Ja, großes Gebäude. Auf jeden Fall. Was kann es? Normales Mehl aus Weizen und Dinkelmehl aus Dinkel? Ja, der erste Fülltyp seht ihr schon hier. Das sind wieder Leerpaletten. Muss man reinfüllen, reingeben, damit ihr da schön produzieren könnt. Auch cool gemacht hier, schön so hingestellt, dass der Stapler natürlich auch passt. Olaf, servus, hast du gut gemacht. Weitermachen. Ja, machen Sie weiter. Das war der Olaf auf dem Stapler. Kennst du? Der Olaf? Nee, kenne ich nicht. Ich kenne nur den Kai Plan. Ah ja, den kenne ich auch. Dann haben wir hier Mehlpaletten. Die könnt ihr einmal auf der Seite müsstest. Das, was mehr ist, ist auf jeden Fall Weizen. Das, was weniger ist, ist Dinkel, weil wir unterschiedlich drin hatten. Die kann man hier spawnen, die hier? Hallo? Ja, kann gut sein, ne? Da oben seht ihr auch wieder als Deko Mehlpaletten. Und hier habt ihr. Ja, die sind also, da oben sind nur rein Deko, ja? Ja, ja, das ist glaube nur Deko hier oben. Okay. Geh von aus. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich auch. Ja, das erklärt sich mal alleine. So, und hier haben wir Weizen- und Dinkelabgabe. Anlieferung, ne? Definitiv Anlieferung. Jo, genau. Rampe rauffahren, entladen, drücken, ja. Alles gut. Ja, komm, jetzt spawnen wir hier mal ein paar. So, warte jetzt mal hier einmal. Haben wir mal 5 von denen und 5 von denen. Ich bin neugierig. So, gehen wir mal gucken, wo das herkommt. Soll ich dich überraschen? Ne. Das sind Paletten. Ah ja, das ist trotzdem Spawnpunkt. Ist ja auch logisch irgendwie. Macht ja, ja Sinn. Ja, also das ja, macht irgendwie Sinn. Wenn es auch keinen Sinn macht, das macht Sinn. Hier seht ihr das Dinkelmehl. Dann haben wir hier einmal das normale Mehl aus Weizen. Ja, ihr könnt das einmal in Palettenware, wie ihr hier seht, abholen. Oder ihr habt hier, Steffen, führen Sie einmal bitte vor. Führen Sie einmal vor. Also pass auf, pass auf. Als fester Mod ist ja auf dieser Map, das zeigen wir euch jetzt trotzdem mal sicher, ne? Altkirch Transportsystem hinterlegt und da findet ihr diesen Kotte Feldbinder. Zeigst du es deinen Zuschauern auch? Ja. Ja. Genau, ja, das ist dieses Mega-Gerät hier, das hätte er jetzt auch in grün nehmen können, ne? Aber ist ja egal. Und da könnt ihr damit das Mehl abholen. Ganz wichtig, weil eigentlich, haben wir nämlich vorhin schon vorgeführt beim Test, ist das Ding nämlich zugeklappt. Abdeckung schließen. So, und wenn ihr da drunter fahrt, ich bin mal hart mit ein, da steht da nichts von beladen. Ihr müsst wirklich erst auf Abdeckung öffnen und dann könnt ihr auch befüllen. Magst du es deinen Zuschauern auch noch zeigen? Sicher. Mhm. Also, ihr kommt dann hier hingepäst, ne? Ihr habt das Ding zu, so aus dem Shop gekauft, fahrt ihr runter, man drücke N, ich mache euch das Hardmet auf, da steht dann Abdeckung öffnen, N, dann fährt hier Geländer aus, Deckel 11, und dann könnt ihr hier drücken, R, und dann beladen wir mal kurz Weizenmehl, so, kann der Steffen das noch zeigen, das ist für seine Zuschauer. Ist schon voll? Nee. Nö, ich habe wieder gestoppt, dass du auch noch was hast. Ah, okay. Schönes weißes Weizenmehl, ne? Ja. Dann wird das schön reingebunkert, ja? So sieht's aus. Okay, und was mache ich? Also, was ich mal mit dem Weizenmehl machen, das gibt's heute an dieser Stelle noch nicht, ne? Nee, das gibt's heute noch nicht. Also, das ist schon mal eine Vorbereitung auf ein weiteres Tutorial, würde ich sagen. Genau, so sieht's aus. Ja, Fragen? Eigentlich nein. Also nochmal zum Verständnis hin. Ich mache mal das Global Comedy Menü auf. Wir sind hier an der. Wo sind wir? Getreidemühle.
Getreidemühle? Getreidemühle? Mhm. Und bekommen hier einmal das Produkt Dinkelmehl und Weizenmehl. Mit richtig. Weizen und Leerpaletten natürlich. Mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht nichts weiter ansonsten an sich. Und da macht ihr daraus diese zwei Sachen. Einmal Dinkelmehl, einmal Getreidemehl. Könnt ihr spawnen einmal in Palettenform, hier hinter uns. Mhm. Oder einmal in loser Form, hier mit dem LKW und dem Kotte. Wie heißt das Ding überhaupt? Fellbinder. Garant, Kotte, Dings da. Abholen. Kotte, Garant, Fellbinder, wie sagt man dem? Was, Fellbinder? Silo-Anhänger oder so. Feldbinder. Feldbinder. Ja, halt Silo. Silo-Trailer. Ja, ihr seht's ja auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall definitiv bei der Map mit dabei. Im Transportsystem. Braucht kein extra Mod. Ist alles vorhanden. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, am Ende des Tages, ne? Ja, am Ende des Tages ist das Ganze in Blau. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem bisherigen Video, mit dem Video, mit den anderen Videos. Danke nochmals für den Support von uns beiden. Wir sind beide sehr überrascht und dass ihr uns so toll unterstützt. Und in diesem Sinne, schönen Mittag. Lasst es euch schmecken. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare, gerne Daumen nach oben, Glocke nicht vergessen, dass ihr nichts verpasst. Und was haben wir vergessen? Wir haben vergessen, die Karte ist unten in der Videobeschreibung drin. Natürlich auch der Support-Discord-Link von Martin, Alkir V2 ist mit drin. Und der liebe Steffen haben wir natürlich auch mit drin. Und in diesem Sinne, bis zusammen. Ciao.